Peter Lero hatte die Aufgabe, eine kalte Vorspeise zu kreieren für 10 Personen. Die einzige Vorgabe war, dass zwei Soßen dabei sein mussten. Und sonst haben sie können so kreativ freien Lauf gestalten, wie sie es wollen. Nach der Lehre, dort heisst es einfach, du musst machen. Aber hier dürfen sie vielleicht mal noch Zeit nehmen und wirklich auch schöne Sachen machen und einfach mal das Herzblut einfach arbeiten. Dann Detailarbeit, nicht nur einfach schicken, sondern einfach wirklich schön. Insgesamt an Stunden, wo ich dran gewesen bin, ist sicherlich um die 35 Stunden, 40 Stunden, also auch spät in die Nacht, früh am Morgen aufstehen. Meine Motivation war eigentlich, Erfahrung zu sammeln, selber mitzumachen, kreativ zu sein natürlich, selber Ideen zu finden und da ist dann dabei rausgekommen. Es ist erstens mal eine gute Vorbereitung für das QV und zweitens mal Spass, mal so etwas ausprobieren. Weil als Koch hat man mega viele Möglichkeiten, so einen Wettbewerb mitmachen. Und ja, dann weiss man mal, wie das war. Also allererst schaue ich mal auf die Optik zuerst, ganz bewusst. Farbenspiel, Variantenrichtung und nachher ganz klar für Geschmack. Es ist für mich schlussendlich auch ein Hauptkriterium, wie schmeckt es. Harmonie, an würzigen Geschmäcker, absolutes Credo Nummer 1 für Geschmack. Ich habe zwei Löffel dabei, ganz kleine, und da einen hätte ich noch das grosse. Das spare ich aber fürs Dessert, wenn ich den noch mag. Aber ich glaube, wir bekommen mehr als genug und ist fleissig geschaffen worden. Hier sieht es gut aus. Nein, für die Decke steigt die ganze Zeit. Ich verplatze jetzt dann. Das ist so schlimm. Ich mache eigentlich wirklich nur zum Spass mit. Halt auch schön mal zu lernen, wie man umgeht mit Stress, weil wir dann halt auch unsere Lehrabschlussprüfung haben. Und, ja. Nach so vielen tollen Vorspeisen geht es jetzt direkt weiter ans Dessertbuffet. Wir schlagen zu mit dem Süßen. Also ich bin auf jeden Fall 15 Stunden gestern dran gehockt und die ganzen zwei Wochen lang wirklich permanent überlegt. Und was mich motiviert daran ist einfach Freude am Arbeiten und an den Süßspeisen. Knapp 10 Jahre bin ich selber als Kandidat hier angetreten. Und ich muss sagen, in diesen 8 Jahren hat sich die Qualität schon ein bisschen verändert. Man tut es etwas anders anrichten. Es kommen neue und individuelle Geschmäcker dazu. Und es ist eine sehr spannende Herausforderung, die ich extrem schätze, dass ich die erfahre. Was absolut überwältigend ist, ist die Kreativität vom zweiten Lehrjahr. Das ist also für mich unvorstellbar. Ich hätte so etwas nie angebracht im zweiten Lehrjahr. Und auch geschmacklich absolut top. Wir haben wirklich sensationelle Platten bekommen. Wirklich ein Kompliment. Ich sehe das bei vielen internationalen Ausstellungen. Nicht so schöne Sachen, nicht so super geschaffen, nicht so gut abgeschmeckt. Kompliment, Chapeau.